Willkommen heute Nacht. Vanilla. Wie ist euer Gruppenname? Wie viele seid ihr? Der Wind. Wie viele sind neu? Drei. Drei mal neu. Bitte her zu mir, alle sechs. Wolfmut, richtig? Ja, genau. Ja. Da steht noch eine E-Mail. Ja, passt schon. Einmal. Wolfmut, sechs Stück. Okay. Darf ich euch näher bitten? Ich sehe euch nicht. Wichtige Fragen. Ist jemand von euch schwanger? Nein. Herzkrank? Nein. Epileptiker? Nein. Minderjährig? Nein. Gut. Die Erprobten werden es kennen. Der Weg ist gekennzeichnet mit gelben Knicklichtern. An den Stationen mit weißen Kreuzen bekommt ihr einen Teil der Lösung, die ihr im Zieldamm braucht. Dazu gibt es die Aventurien, die euch helfen werden, diese Stationen zu bewältigen. Habt ihr die Geschichte gelesen? Noch nicht. Tut das noch vorher? Habt ihr die Teilnahmebedingungen gelesen? Ja. Akzeptiert ihr die in vollem Umfang? Ja. Hier ist eine Notfallstelefonnummer. Wenn sich wer verletzt, ihr euch verirrt, sich einer nicht mehr wohlfühlt und nicht weiter will, anrufen. Bitte nicht sechs Glühwein bestellen. Das wäre Missbrauch und Pumpen. Ich gebe euch ein Licht. Wenigstens das sparsam. Denn ihr blendet euch selbst und seht die nächsten 5 Meter nicht. Aber es sehen euch sehr viele Augen. Carly, hast du 1988 geschrieben? Viel mehr Augen als ihr ahnt. Benutzt bitte den Klowagen vorher. Es können Bäume leben, es können Steine leben. Es kann aus dem Boden eine Stimme ertönen, die sagt, das ist kein guter Platz für dieses Tun. Wer ist euer Gruppenleader? Ich würde die Susi sagen, oder? Ja, Susi. Du bekommst das Licht und auch das Heft. Bitte hier noch unterschreiben, dass ihr alle die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Und du unterschreibst bitte als Letzter und bestätigst, dass alle ihre Angaben richtig gemacht haben. Sonst darf ich dich nächstes Jahr hier rufen. Ich wünsche euch ein gutes Gruß und eine schöne Nacht für euch. Mutigen, bitte. Wie viel seid ihr an der Zahl? 5. Ihr seid tapfer. Tapfere Kinder. Habt ihr euer Startheft bei euch? Ja. Habt ihr es euch durchgelesen? Ja. Sorgfältig? Ja. Ihr wisst, worum es geht. Ich schicke euch entlang des Weges. Kommt nicht davon ab. Hexen, Magier, böse Zauberer, alle diese Gestalten treiben wir Unwesen in unserem Leben. Es gibt Stationen, dort gibt es Rätsel zu lösen. Zauberwörter bekommt ihr dort, sammelt diese hier in diesem Säcklein. Und am Ende eurer Wanderung kreiert ihr einen Zauberspruch. Dieser soll die armen Seelen unserer Kinder erlösen. Zweiblein führt euch ein Stück des Weges. Kommt näher her. Ihr wollt heute es wagen, die Seelen unserer Kinder zu erlösen. Erlösen? Nein? Doch. Doch. So seht ihr. Dieses Herz. Es schlägt. Doch wenn es aufhört zu schlagen, ist die Zeit vorbei. Dann habt ihr keine Möglichkeit, die Seelen der Kinder zu erlösen. Seid ihr denn tapfer genug? Ja. So kommt mit mir. Ich zeige euch den Eingang zu dem beschwerlichen Weg. Komm bitte. Auf Wiedersehen. Komm bitte. Aber ich glaube, es gibt keines. Bleibt beieinander. Geht zügig dahin. Macht keine Pause, damit ihr die anderen Gruppen nicht stört. Und einen Tipp. Verwendet euer Licht. Nur im Notfall. Eure Augen gewöhnen sich ans Dunkel. Ihr werdet besser sehen. Noch eins. Manchmal,
wird es nötig sein, dass ihr euch trennt, um an die Lösung zu kommen. So folgt, passt gut aufeinander auf. Niemand wird allein zurückgelassen. Bleibt immer auf dem gekennzeichneten Weg. Verlasst ihn nicht. Und noch eins. Manchen müsst ihr vertrauen, um an die Lösung zu kommen. Doch von manchen, sag ich euch, hütet euch. Sie wollen doch nur Böses. Doch nun kommt, beeilt euch. Das Herz schlägt nur noch schwach. Kommt hier durchs Drachenmaul. Nun kommt, zieht, beeilt euch. Der Werk ist beschwerlich. Doch ihr seht mir tapfer aus. Viel Glück, ihr Narren. Welcher Sünder wird ausgewählt? Bei mir dauert es länger. Sünderin? Gut. Na geh, ja, fahrt. Ein Platz. Platz nehmen? Ja, hier. Ah, wo? Ja, was hast du denn da für Hände? Zum Herrn. Was? Bruder Antonius wird dir nun die Beichte abgeben. Na super. Nun, Schwester. Hinterlass deiner sündhaften Vergangenheit, war schon hier im Wald zu viele Gefahren für dich. Bedenke, nur wer reinen Herzens ist, sollte sich auf diesen Pfad begeben. Und nun deine Sünden, und sie werden dir vergeben. Ja? Ich höre. Hallo. Niemand ist frei von Sünde, auch du nicht. Ich glaub schon. Du wirst dich reißen, Geist des Waldes zu in deiner Seele und du wirst froh sein, wenn du hier deine Beichte ablegen kannst. Hm? Sprich deine erste Sünde. Na na. Eine Sünde, wir brauchen eine Sünde. Auch die Lüge ist eine Sünde. Die Lüge, ich habe gelogen. Du bist wahrlich eine kranke Schwester. Nun gut, so spreche ich dich los von deinen Sünden. Na gut, so Dank. Zeige Reue und habe Erbarmen mit dem heiligen Johann den Dritten. Aha, Johann der Dritten. Du bekommst nun den ersten Teil des magischen Verses. Nimm ihn mit auf deinen Pfad. Doch sei wachsam. Die Gefahr lauert. Ah! Ah! Was ist denn das? Ah! Nimm das! Ah! Nimm das! Nein! Es gibt ja gar nichts. In den Sack damit! Giuseppe, es kommt frisches Fleisch. Kommt her. Geht doch zum Feuer. Geht, ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, der hat kein Fett dran. Der auch nicht, den müssen wir erst füttern. Ja, auf hier, ey. Was? Ja, was? Was ist das? Nicht verstecken. Da hinten, Jim. Ich hab sie schon gefressen, aber wir brauchen was Frisches. Ey, wo ist die Fett? Der ist so geil, Mann. Kannst du dich auch hinlegen? Nein, ich komme nicht an, ich hab so viel an. Hast du goldenes Haar? Nein. Geh her. Da habe ich noch kein Weib. Das ist besser. Na Jünger. Na gut, von mir. Was, ein Haxen? Nein. Lass den Haxen. Sie ist ja viel jünger. Eben, das Jünger. Nehmen wir den Jüngeren. Geh auf. Ja. Warte, wann ich komme.
bin schon so alt. Die Arme. Nehmen. Schau mal, streck den Fuß aus. Schön. Schau mal. Hast du so aus? Nein, das geht. Wie lange brauchst du das Bein? Nein, lass ihn im Ganzen. Ich will ihn im Ganzen haben. Ich habe es erlegt. Okay. Zeig her, passt das zu deinem? Wo ist dein Bein für mich? Vielleicht das hier, streck's aus. Wo? Wir sind Fußballer. Wir sind Fußballer, wir haben gescheite Achsen. Ja, da nehmen wir das. Da, das da. Das du die Hose hier auf. Ja. Geht nicht, wenn wir so viel haben. Ah, nein, gar nichts. Da ist eine Haare drauf. Da ist hier noch mehr. Stinker. Pfui Teufel. Ja, okay. Na, dann das können wir nicht brauchen. Nein. Geh vor, dort ist die Kapelle. Bete für uns. Das ist nicht aufgeschrieben, oder? Bleib sitzen, nein! Weiter. Und du bleibst geht auch weiter. Hier. Ja, ich bleib bei dir. Mit dir ist es nicht allein los. Geht weiter! Wir müssen uns nicht alleine los. Warum nicht? Du bist so unser Trainer. Wir müssen wieder verschätzen. Du kannst weitergehen. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir müssen zwei allein lassen. Vierte Release! Was sind das für die Männer? Die euch Frauen alleine lassen. Ja, die kennen nicht so. Ich hoffe, die beten anständig für euch. Nein, glaube nicht. Kannst du jetzt das Bein brauchen oder nicht? Nein, nein, ich will sie aus der Ganze haben. Schau sie dir an. Schon wieder eine. Zeig den hinterher. Schau mal, wie krank das ist. Sollen wir sie behalten? Kannst du auch Schweinebraten kochen? Das ist bekannt, das können wir nicht. Ich weiß nicht. Geh in deiner Gruppe weiter. Und bleibt zusammen. Und Männer, schaut auf euch eine Weiber. Zähne zeigen. Die Zähne? Brauchst du das? Ah. Ich war Zucker. Ah. Teufel. Magst du uns haben? Ich hab noch Ricola. Lassen wir sie weiterziehen. Ja. Na gut, dann geht weiter. Muss die Blade jetzt sagen oder nicht? Ich glaube, der hat nicht gebetet. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Geht zum Feuer, wir wollen es sehen. Geht! Geht! Sie kommt, geh halt! Ja. Geht sie dir? Aber hier ist noch mehr dran. Bis Weihnachten. Zähne. Ich kann nicht mal ruhig stehen. Setz dich hin. Setz dich hin. Und zappel nicht so herum. Willst du wirklich einen Frauenfuß? Nein. Nein, aber sie gefällt mir. Zeig deine Zähne. Schon wieder eine. Die hat blondes Haar und schaut nicht schlecht aus. Sie spuck. Ich weiß nicht. Erik. Oh. Nein, wir nehmen sie im Ganzen. Da haben wir alle was davon. Sollen wir noch eine nehmen? Ja, da hinten, die sich versteckt, glaube ich. Die? Diese hier? Die hat was auf den Zähnen, schau mal. Das Gold? Mach den Maul auf! Maul auf! Voll Teufel, die stinkt! Steht auf! Steht auf! Du bleib sitzen! Geht weiter! Geht weiter! Danke für eure Gabe! Werfloses Gesindel, geht weiter! Ich geh nicht weiter! Nein. Warum nicht? Nein, warum lassen Sie nicht? Geht weiter! Noch, geht weiter! Geht weiter! Und geht da vorne! Wen gehört dieses Weib? Ich glaub dann nach! Du willst nicht mehr laufen, wenn ich dir einen Fußsack packen! Geh weiter! Weiter. Geht rauf zur Kapelle und betet für ihr! Das ist dein Weib! Ja! Nein, seine Söhne! Feige Sau! Willst du vielleicht unser Haustier statt hier? Nein. Wir tauschen das ein! Ja, okay. Was ist denn das Haustier? Ein Schwein! Nimmer! Kathi! Nein, aber ich will sie nicht da lassen. Ein Schwein! Ich will sie nicht da lassen. Wollt ihr es nicht? Ah, nein, dann doch nicht.
Komm schnell. Wir haben ja schon gefressen, es stinkt schon ein bisschen. Geh zu deiner Gruppe. Okay. Sie bitte helfen. Das ist ein Schwein. Ob ich das Schwein bin? Ja, was ist ein Schwein? Ich bin ein Schwein. Haben wir einen Handschuh? Ah, danke. Wir haben schon wieder. Boah, die hat ein Gebiss wie ein Ross. Teufel, das stinkt. Ja, nach Leberkäse. Kein Schmuck. Noch kein Schmuck. Ah. Ganz schön viel. Ah. Nur hier am Ohr oder anderswo auch? Schneide das Ohr ab. Schneid sie ab. Halb ruhig, Weib. Halt ruhig, Weib. Nein, mach's anders. Hier, wir brauchen die Zähne auch. Und das ganze Gesicht. Das ganze Gesicht. Ja. Highlight! Oh Gott! Ja, sehr schön. Haltet ein, flärisches Weibsvolk. Was sucht ihr hier im Klubenwald? Was ist euer Begehr? Die Kinder zu retten. Ihr wollt unsere Kinder sehen. Zum doch uns, gequälte Seelen. Die ihr seit Jahrtausenden, Jahr für Jahr, wieder auferstehen, um die gleiche Qual und Pein durchzumachen. Ist das euer Ernst? Ja. So hört meinen Rat. Hier im Grubenwald treiben sich Häscher, der Hexen und Magier herum, die all jene, die uns und unsere Kinder retten wollen, entführen und vor Gerichte der Magier bringen, das meist auf dem Scheiterhaufen endet. So seid gewarnt. Hier im Wald ist es nicht klug, eine so große und laute Gruppe zu bilden, sondern zwei kleine, die sich geteilten Weges auf den Weg machen, uns zu retten. Männer und Frauen. Somit. Die, die weiblichen Geschlechts, die links den Weg der in die Tiefe führen. Ja, sie, die männlichen Geschlechts, den sie oben, genial, den rechten Weg, den die obere Ebene führt. Doch achtet auf das Dreiflammenlicht, das euch Einigkeit der Gruppe und des Weges verspricht. Und geht. Geht. Geht und hütet euch. Doch achtet auf euren Weg. Wo ist links? Ein beschwerlicher Weg wird es sein. Für mich ist er unbeschwerlich. Ich habe nichts zu fürchten. Nun geht. Geht vor dem Stamme links. Beschreitet den linken Weg. Und ihr geht den rechten. Und achtet auf die Häscher. Geht nun und sputet euch. Sputet euch. Mädels. Ist was? Geht nun! Achtet nicht was hinter euch! Achtet auf die Gefahren vor euch! Geht nun! Wir retten uns und unsere Kinder! Hallo, wer zu Hause? Wer stellt sich hier? Hallo, grüß dich. Kommt rein! Kommt her! Werdet meine Zeugen! Ah. Sie trägt das Kind des Teufels in sich! Erlöser. Schande über die Christenheit! Das ist wie so ein Peterschund, so unter den Hexenschund.
und die Kinder der Kuh zu befreien. Seid ihr der Anführer? Nein. Wer ist der Anführer? Er versteckt sich hinter meinem Rücken. Hinter meinem Rücken? Er ist ängstlich. Hier ist der Anführer. Ja, hallo. Warum tretet ihr nicht vor? Dafür habe ich mein Gefolge. Ihr solltet darüber nachdenken, abzuwählen. Und denn? Seid ihr reinen Herzens, dass ihr vortreten könnt vor meinen Lehnsherrn? Dann folgt mir. Anführer. Mit dem Gefolge. Diesen Anführer mit seinem Gefolge, mein Herr, tretet vor. Sagt mir, wer seid ihr und was führt euch zu uns? Wer? Wer hat? Was ist der Begehr der Gruppe, wer hat? Wir wollen die Kinder retten, die sehen wir Kinder. Wer wollte die Kinder retten? Mein Herr, hier, eine Hexe, die saß in den Wäldern, sie sprach mit den Tieren. Braute seltsame Tränke! Rettet ins Licht. Ins Licht! Sagt mir, Weib, was habt ihr um diese Zeit auf den Feldern verloren gehabt? Bitte, ich war gerade auf dem Heimweg. Sie lügt! Sie muss eine Hexe sein! Ich bin doch keine Hexe, bitte! Halt es still! Ein anständiges Weib hätte um diese Zeit den Heimweg über die Felder gewagt. Auf die Waage mit ihr. Bitte, jawohl, mein Herr! Was habt ihr vor mit mir, bitte? Schweigt und seid still! Gott bete zu Gott, dass Gott sie keine Hexe ist! Ein Zeichen geben. Jawohl, mein Herr! Schuldig seid oder nicht? Schweigt und seid still! Ich hab doch niemand anders gesagt. Seht! Sie muss eine Hexe sein, die Waage ist nicht aus. An! Trete zurück! Ja, oder ihr fahrt geschlagen! Nein! Trete zurück! Halt rein! Schafft sie hier raus! Schafft sie raus! Was habt ihr vor? Oh mein Gott, was habt ihr vor? Wie bei den Hexen raus! Mein Herr, es ist vollbracht! Diese Hexe, sie ist tot! Und nun zu euch! Euer weiterer Weg wird euch nun in den Hain zu den Feldern führen. Ihr werdet den Spinnen begegnen. Und ihr werdet möglicherweise sogar auf den Schmied treffen. Fürchtet den Schmied. Und geht, rettet die jungen Kinder. Ja, cool. Na, Scheiße. Das war jetzt böse. Bring die Kinder, Weib! Die Eisen sind heiß! Es ist schon bereit, Schmied. Halte sie fest, dass ich ihr das Zeichen der Buhlschaft in den Leib brennen kann. Mein Kind, nein! Nein! Halten Sie gut! Mein Kind, nein!
Ihr seht, ja, wir ein kurzer Schmerz und ihr könnt in Ewigkeit leben. Wähle zwischen dem Leben in Sicht ja, und Tod, Krankheit und Verderbnis oder in der Bullschaft. Fort einfach nur in die Schmiede, Maid. Lauf in Schmiede, fort! Lauf fort! So eilt doch nicht. Komm mit in die Schmiede. Kommt in die Schmiede und erreicht auch das ewige Leben. Immer weiter. Immer weiter. Flieht, flieht. Mit uns in die Schmiede. Und rettet unsere Kinder. Fürchtet euch nicht. Das ewige Leben wartet. Nein. Mein Kind. Seid ihr auch daran, den Kindern zu helfen, die geschändet wurden? Ja. Gut, wer führt euch? Ich ist. Ihr habt doch einen Namen, oder? Rutgard. Rutgard. Nun, Rutgard, wisst ihr um die Verbrechen des Mannes, der dort vorne zwischen den Bäumen gefesselt ist? Nein? Nein? Dann kommt mit und führt eure Gefährten mit euch. Dieser Mann ist schuldig gesprochen worden, sich an vielen Kindern der umliegenden Dörfer vergangen zu haben. Und für diese... Für diese Taten soll er nun zur Rechenschaft gezogen werden. Und ihr seid es, die mit Gott das gerechte Urteil fällen werden, das ihn schlussendlich seiner Arme entledigen wird, mit hab denen er einst auf den Kindern gegriffen hat. Nun, Rutgard, seid ihr derselben Meinung wie Gott, dass dieser Mann es nicht mehr verdient hat, mit den Armen durch die Welt zu schreiten, nachdem diese nach den Kindern gegriffen haben? Ja. Ja? So ist das Urteil gesprochen und es ist gerecht, vor dem Volke und vor Gott. Henke, du hast das Urteil gehört. Wo sind sie? Ich werde sie zerlegen, so wie die letzten 19. Ich sollte meinen Vorgang, die Arme wird verbrennen! Ihr habt ein gerechtes Urteil gesprochen, Rutgard. Dafür sollt ihr belohnt werden auf eurem weiteren Wege. Folgt den Lichtern. Und ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr auf den Magen geschlagen, was ihr gesehen habt. Nein? Da habt ihr recht. So folgt weiterem Wege und der Segen des Herrn sei euch sicher. Geht mit Gott. Kommt näher. Stellt euch um den Tisch. Reicht euch die Hände. Schön. Bittet nun die Spinne um das Wort. Spinne, Wort? Liebe Spinne, wir bitten dich. Sprich tot. Habt ihr das Wort? Top.
Topf. So schreibt das auf. So zieht weiter auf eurem Weg. Edles Gesöff aus Ziegenblut und Ziegenaugen. Dieser Trank wird euch stärken, damit ihr den Rest des Pfades heute noch bestreiten könnt. Sehr gut. Können wir da alle an? Nur ein Freiwilliger. Wie ist mit dir hier? Geh weiter, Mann! Danke, dass du dich gemeldet hast! Das ist alles so. Will ich mir die Haare schwarz färben an deiner Stelle? Ja, wie klar! Was trinkst du nächstes Jahr? Was hast du drin? Trink, bis du den Boden des Bechers siehst. Hier stimmt das. Iss das Auge auf. Boah, nein, das ist sicher nicht. Natürlich, Weib. Ich geh nicht raus. Nehm, soll ich dir helfen? Mach hin. Nein, will nicht. Weiß nicht, was du weißt mit deinen Fingern. Das ist voll glitschig. Ich mag das nicht essen. Sieben Auge. Möchtest du ein zweites? Wir haben auch nur einmal hineingespuckt. Die Nägel kannst du ausspucken. Mach weiter! Wo ist die? Ich hab eh schon Mongwe. Dann passt's ja. Fertig? Ja! Du scheinst des Essens doch mächtig zu sein. Ja, sehr gut. Mach auf die Luke. Dürfte leer sein. Riecht so ein bisschen streng, aber hier euer nächster Hinweis. Geht weiter. Fallet nicht. Geht hin. Danke. Und alle in den Sarg der Kinderleiche. Gut. Schaut hinein. Fürchtet euch nicht. Alle hinein. Schaut alle hinein. Das wird eh nicht schauen. Ja. Schaut alle hinein. Ich möchte da gehen. Ein Blasen weiter unten gefällig. Wollt ihr hier bleiben? So zieht von dannen aber auf dem schnellsten Wege. Dann kommt näher, damit ich euch sehe. Ich tue euch nichts. Auf euren Wege. Wieso? Hast du euch Angst? Nein. Ich denke, die Dame da hinten hat sicher Angst.
Ja, ein Judi. Zwei Judiks. Zwei Judiks. Haben sie vielleicht schon was machen müssen heute? Ja. Ich habe mir vorgestellt, dass Eva, Judith und Juri und die zwei sind Lehrerinnen. Und wer hat das machen? Die zwei sind Lehrerinnen und die mögen es echt gerne. Okay. Aber die haben einen Song. Die haben einen Song. Die haben einen Song. Song haben sie auch? Ja. Und wer hat das angefangen gegessen? Die Eva. Die Eva war die Schießerin. Die hat eh da hinten zusammen gespielt, aber es passt. Die schüchterne ganz hinten. Nicht gewundert, das Ziegenäugeln. Hat das Ziegenäugeln nicht gewundert? Nein, sie hat es viel gesehen. Sie hat es viel gesehen. Sie hat das dritte Auge von mir gehabt. Ich habe ihr wenig weh da. Und wer war fein gebeichten? Ich? Ja, die Judith. Die heilige Judith bist du jetzt. Ja. Bist du jetzt von jeder Sünde befreit? Natürlich. Vom Aschermittwoch-Schokolade. Ja, genau. Und als Volksschullehrerin bist du da rechnen wirst. Oh, eine sündige Volksschullehrerin scheint zu sein. Passt ja auf die Kinder auf. Natürlich. Geht in manchen Fantasien so. Warum seid ihr überhaupt hier? Ich war der Häuptling. Du bist der Anführer dieser lustigen Truppe hier? Ja, das ist die andere Judith. Die drei lustigen. Ja. Mir dünkt, die Kindergärtnerin sollte wissen, was sie in dieser Nacht tut. Volksschullehrerin. Volksschullehrerin. Nein. Schülerausflug haben. Ja. Warum bist du hier? Um die Seelen der klugen Kinder zu. Nun denn, ja, die dann nimm die lustige Runde weiter. Bring sie weiter. Die Depperten vergisst wahrscheinlich. Die Seelen der klugen Kinder. Kinder. Nicht der klugen Kinder. Die Depperten kannst du noch nicht stellen. Ich sehe, ihr seid auf dem Weg, die Kinderseelen zu retten. Ihr wisst, Kinder haben auch Mütter. Und Mütter wollen gepriesen werden. Diejenige, die die Beichte abgelegt hat, trete nach vor. Du bist diejenige reinen Herzens. Wie sieht es mit euch aus? Na, wir sind alle Sünder. Dann nennt mir ein Gebet, in dem die Mutter gepriesen wird. Gebetet bist du Eva. Und dein Weib. Gebetet ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Nicht fast. Heilige. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde am Nachtod. So sei es. Ja, Raum. Nehmt diese Gabe auf dem weiteren Weg mit. Seid sorgfältig, ihr werdet es noch brauchen. Auf euren weiteren Weg entsende ich euch meinen Schutz. Danke. Das war mal eine angenehme Zeit. Da ist schon mal drin. Meine Schönheit, alt und hässlich bin ich geworden. Alt und hässlich sind, hässlich. So schön war ich einst. Und nun, nichts ist übrig von meiner Schönheit. Ein Feenstaub, der hilft. Es wird schon wieder. Er hilft nicht. Habt ihr mir ein Mittel mitgebracht, damit ich meine Schönheit und meine Jugend wieder erlange? Seid ihr nur gekommen, um mich zu beleidigen? Warum seid ihr sonst des Waldes gekommen? Um die Kinderseelen zu retten. Dann sind sie gute Menschen. Gib ihnen das Papier, das sie brauchen. Lest vor. Lest vor. Da steht nichts oben. Seht ihr des Lesens nicht mächtig? Da holst du Kerzen zu, dann wird's... Da, schnell, schnell. Was steht da? Ich seh's nicht. Wimpfern. Wimpfern? Wimpfern. Wimpfern. Oben steht Feenwimpfern.
Feenwimper. Dies ist euer Wort. Schreibt es nieder auf dem Papier. Ich werde es brauchen zur Rettung der Kinderseelen. Nun zieht weiter. Und denkt daran. Selbst eure Jugend und Schönheit ist vergänglich. Leider. Zieht weiter. Da! Steckt ihm nicht am Bauch! Bitte, liebe Mama, komm doch her zu mir. Der Fürst der dunklen Nacht ist lang schon nicht mehr hier. Hörst du auf die Stimme aus dem Winter weit? Komm her, bitte, Mama, mir ist schrecklich kalt. Bist du etwas scheiß Angst? Kommt's noch auf? Oh, mach schon das. Was wolltest du sagen? Auch wenn, dann wäre ich es jetzt nicht mehr. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit all deine Gebrechen, die dein Leben und dein Verderben erlöst. Du hast nun die Aufgabe, diesen Geschöpf den Teufel auszuweiden. Aus diesem Grunde nimm einen Stuhl Platz. Nimm mit deiner rechten Tür die rechte Hand und in die andere die Tür. Bete nun einen Psalm aus dem Psalm 102 ein Gebet. Ein Gebet für den Elenden. Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage von dem. Höre den Gebet und lass sie schreien. Du hast es möglich gemacht mit deinem Geschwafel. Erhebe dich nun, lege die Bibel auf den Körper, ohne sie zu berühren. Als Dankeschön sollst du das letzte Wort haben, das euch fehlt, um das Rätsel zu lösen. Du hast die Aufgabe, heute dieses Geschöpf in dein Abendgebet einzuschließen. Wirst du das machen? Ja. Was wirst du beten? Dass es dir besser geht. Wie schaut das Gebet aus? Liegst du alleine im Bett heute? Ja. Oder wer weiß? Es kommt auf die Afterparty drauf an. Ich hoffe, du hast eine gute Afterparty. Ich glaube, jetzt so beten kannst du. Da wird nur mehr gesündigt. Aus diesem Grunde ist da unten eine Labstation. Labet euch und zieht von da. Danke. Du seid ihr gewiss, was ich habe. Nichts Grausames, nichts Furchtbares. Kreativ sollte sein. Einen Zauberspruch sollt ihr reimen. So nehmt nun Platz an einem Tisch, ein Schreibgerät. Auf die Aventurie schreibt den Zauberspruch. Seid ihr fertig? Geht zum Druiden und tragt ihn vor. Mal sehen, ob er wirksam ist. Dann habt ihr die Geschichte geschafft. Geht zum Druiden, versammelt euch um den Zauberspruch. Sie sehen sehr gebildet aus, erzählt mir euren Zauberspruch. Jetzt? Ja. Genug
gelabtem Kinderblut, heizt an das Feuer und die Glut. Fingernagel, Eichenblatt, der Topf ist voll, doch noch nicht satt. Feen, Wimper, Spinnen, Faden, fügen wir hinzu als Gaben. Kochst dich ein wie Krötenschleim, führt der Kinder Seelen heim. Wunderschön. Ich hoffe, unser Zaubertrank ist damit genauso einverstanden wie ich. Ja, es hat funktioniert. Ihr seid erlöst. Danke. Holt euch eure Belohnung für den Einsatz am heutigen Abend. Danke. Wie war euer Name? Waldekun. Waldekun. Außergewöhnlicher Zauberspruch. Hat mir sehr gefallen. Als Dank für eure Mühen erhaltet ihr nun einen Glückskuchen. Einen Euro sei er wert. Dann könnt ihr euch jetzt stärken, euch laden. Ihr habt viele große Mühen auf euch genommen. Alleine das Abmeldesystem ist sehr schwer. Das wissen wir, doch was Besseres fällt uns nicht ein. Ich darf euch nun die Urkunde überreichen. Habt Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wisst, wir sind hier nur Laien, keine Profis. Wir machen das zu unserem Vergnügen. Doch eure Meinung ist uns wichtig und wir sind dankbar für jeden Verbesserungsvorschlag. Seid so nett, füllt diese Bögen aus und bringt sie uns zurück oder lasst sie am Tisch liegen. Die Lampe darfst du dir behalten, mein Freund. Vielleicht bringt sie die Erleuchtung. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Gute Heimreise.